Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zur 100k Challenge in Oxygen Not Included, die Challenge, wo wir etwas Probleme mit der Kälte haben könnten, denn wir haben hier minus 173,15 Grad überall, also fast überall, jetzt hier nicht. Aktuell haben wir so eine Base-Kerntemperatur von minus 34 Grad. Hey, das war doch vorhin mal kälter, oder? Na, ich weiß nicht. Betttemperatur liegt bei, boah, angenehm minus 27 Grad, ey, das ist ja richtig warm. Ja, ansonsten sind wir noch dabei, unsere Betten zu bauen. Als allererstes bauen wir jetzt aber unsere große Halle. Die große Halle muss. Das Ding kriegt jetzt hier Priorität vom Allerfeinsten und dann geht das. So. Das muss priorisiert werden und dann machen wir als nächstes das hier. So, los geht's. Alles, was graben kann, sind die Waffen. So, wir haben das jetzt hier geforscht und als nächstes brauchten wir den Klopper, ne? Den hier. Los geht's. Steve, hallöchen. Wann kommt das nächste Mal Fahrlens? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Dann irgendwann. Ich könnte mir mal hier so einen Lebkuchen gönnen, ne? Ja, schon feines Zeug. Ich weiß nicht, ob ich das Bett hier schon abreißen kann, wenn die noch nicht fertig sind. Aber wir könnten theoretisch schon mal. Haben wir eigentlich noch gar keine. Oh, warte mal. Ah, wir haben noch keine Kantinentische, ne? Wo sind die denn? Hier. Ups. Dann forschen wir erstmal kurz dahin. Na gut, jetzt habe ich das hier priorisiert. Jetzt müssen wir da durch. Das Bett können wir zerlegen. Matt. Der braucht eigentlich eine Krankenstation, ne? Oh, Spa-Bereich kühlt ab, Freunde. 1 Grad. Ah, hier unten haben wir noch angenehme 10. Das Chlorgas rastet hier aus. Untätig. Wollen wir schon mal grob planen. Also ich würde anpflanzen gerne hier und hier. Die 2 Etagen für Pflanzen. Hier machen wir die große Halle. Hier haben wir einen Schlafbereich, hier einen Schlafbereich und die Option hier und hier. Dann haben wir theoretisch hier unten noch Platz. Das Klo kommt ja auch komplett weg, wenn es hier oben fertig ist. Dann würde ich... Ich überlege gerade, wo ich das Lager hinmache. Wollen wir das hier einfach hinmachen? Zumindest schon mal so andeuten. Also 6 Behälter bauen. So, wer kriegt das Bett? Butti. Alles klar. So, Freunde, ihr habt zu tun. Ihr habt noch hier Mauer zu bauen ohne Ende. Baut doch mal die isolierten Dinger fertig, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein.
So, wie sieht's aus? Das haben wir fertig. Ah, einen Kompost brauchen wir auch. Jo, jetzt stinkt uns hier das... Wo war das denn? Sauerstoff? Nein. Da auch nicht. Hier. Wo machen wir den denn hin? Hier unten? Will den ungern hier drinne haben, oder? Oder wir machen den einfach im nicht beheizten Bereich. Ja, das ist gut. Hier kommt er hin. So. Da, Kompost. Fertig. Da sind einige Nachtaktive bei dir, wa? Ja, zwei Stück. Zwei, der Matt und MacMingen. Einer ist morgen und einer ist nachtaktiv. Ist gar nicht so schlecht. Da ist immer ein bisschen was zu tun. Wärmt Kompost. Weiß ich nicht. Kompost erzeugt auch Wärme. Echt? Na dann machen wir den mal hier rein, ne? In der Not nehmen wir auch die Scheiße. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier machen wir alles rein, außer organisch. Verschmutzte Erde kommt nicht rein. Samen. Samen machen wir alles rein. Tiereier, Hatchling-Ei, Nymphen-Ei. Verbrauchbares Erz, Kohle, verflüssigbar. Eis, Kohlendioxid, Schnee. Kommt nichts von rein. Ansonsten nährstoffreiche Erde, ja. Okay. Können wir erstmal so lassen. Dadox, Hallöchen. Ah. Alles klar. 31.000 Kalorien. Alles safe. So, mal ein bisschen speeden hier. Sira, vielen lieben Dank für dein Follow. Hallöchen. Gut und selber, alles top. Alles top. Hier ist wieder ein Hallo. Hallo. Hier ist wieder ein Plumpsklo verstopft. Wer ist dafür zuständig? Da oben verstopftes Plumpsklo und hier unten rennen sie ganz schnell ins Spa-Bereich rein. Wir haben Mittag. MacMingen und Matt. Hi. Hi, hi. Da sind wir da angenehm 8 Grad. Also ich weiß gar nicht. Das ist top. Und hier angenehme 104 Grad heißer Wasserdampf. Gibt vielleicht ein bisschen rote Haut, aber ansonsten ist das doch hier eigentlich relativ angenehm alles. Guck mal hier, minus 182,4. Wo ist denn der kälteste Punkt? Minus 182,5. Wenn du überlegst, bei minus 182,5 fehlt nur noch ein halbes Grad, dass uns der Sauerstoff einfach verflüssigt. 82,7, 82,8. Hier, da ist kalt. Auch 82,8. Wenn du das überlegst, wenn du die Gebiete freiräumst, kannst du da nur mit Schutzanzug reingehen, weil da kein Sauerstoff ist. Schon. Matt? Was für Matt? Deutsche Beleidigung? Be like, hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hä? Die auf dem Schlauch? Oh, Forschung abgeschlossen. Warte mal. Da müssen wir mal gucken. Ach nee, das machen wir auch noch. So, aber jetzt können wir Kantinentische bauen, ne? Ja, Wolski. 3. Warte mal, wie groß ist denn so eine Raumheizung? 2 Felder. Dann machen wir ja erstmal 2 Stück rein, würde ich sagen. Können wir ja später dann auch wieder wegmachen. Möbel. Kantinentische. Dann brauchen wir einen Wasserkühler. Frag nicht. Aber wir brauchen ihn. Und brauchen wir nicht auch noch Dekoration dafür? Raumoverlay. Große Halle. Kantinentisch, keine industriellen Maschinen. Erholungsgebäude.
Ich glaube, das hier gilt als Erholungsgebäude. Dekorationsgegenstand plus 20 Dekorationen. Da müssen wir mal gucken, was wir hier dekorieren können. Möbel. Wir können Eisblock hinstellen. Warum nicht? Eieiei. Deckenleiste. Deckenleiste. Warum kann ich da keine Deckenleiste hin? Was ist das? Dekoration plus 5. Plus 20% Dekoration. Podest. Wir können halt auch gar keine Blumen oder sowas hier reinmachen. Das ist das Problem. Eine Lampe. Plus 10 Dekoration. Eine Jukebox. Plus 10 Dekoration. Wir können eigentlich nur gucken, ob wir mit den Deckenleisten... 5, 6, 7, 8, 9... Keine Ahnung. Ob das als Dekoration gilt, weiß ich nicht. Aber es muss... Wenn du einen Picasso da hast... Nee, wir haben halt überhaupt keinen, der hier auch nur ansatzweise kreativ unterwegs ist. Kunstgrundlagen kannst du vergessen. Nicht bei uns. Hier zählt purer Überlebenswille. Da ist es egal, ob du einen Eisklumpen zu einer Figur machen kannst oder nicht. Ah. Ein paar selbstgemalte Bilder. Dafür bräuchte ich erstmal Bilder. Aber nicht. Wollte gucken, Forschung. Okay, ja gut, das dauert noch einen Moment. So, warte mal. Wir sind bei 55% Stress. McMing rastet gleich aus. Wir müssen jetzt hier priorisieren. Leute, Attacke. Der Wasserkühler hat minus 61 Grad sinkend. Sinkend, Freunde. Wahnsinn. Oh, wir können wieder. So, gib uns einen ordentlichen. Athletik 7, Maschinen erhöht, Wissenschaft gesenkt. Ari, du bist... Oh, hier werden kreativer. Landwirtschaft Stärke. Bauen muss. Medizin, Nachtbonus und dann Stärke gesenkt. Warum Stärke gesenkt? Ah. Das ist kein Wasserkühler, das ist eine Eismaschine. Genau. Das ist ein Slushy Maker. Also Bauen fällt komplett raus. Wir brauchen definitiv jetzt einen Bauer. Maschinenathletik. Bewegung. Ja, er ist zwar schnell, aber er kann nichts. Das ist das Problem. Medizin. Medizinerstellung, Behandlungsgeschwindigkeit. Erhält nachts Bonus. Stärke gesenkt. Ah, Medizin. Ari, beste. Meinst du, Ari? Ich bin eigentlich mit allen nicht zufrieden, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich mit allen einfach nicht zufrieden. Weil nicht der dabei ist, den ich gerne hätte. Ah, komm, wir nehmen Ari. Wir nehmen Ari. So. Da, der kann alles normal eben. Ja, das ist es ja, normal. So. Keskorian. Herzlich willkommen. Du Athletiker. Ist schnell und kann bedienen. Ja, ist ja gut. So. Keskorian. Herzlich willkommen. In der Sauna. Also im Eisbad der Sauna. Aber fast. Das Spiel ist halt kein Wunschkonzert. Ja, leider. So, komm, mach die große Halle hier fertig. Jetzt verstehe ich das auch. Der Wasserkühler, der kühlt einfach schon mal vor. Wir haben immerhin 10 Kilo Wasser von 12 Grad drin. Willst du mehr? Der tut halt gerade aktiv kühlen. Was halt auch seine Aufgabe ist. Muss man halt auch akzeptieren, ne? Boah, danke. Ich habe nichts bezahlt und bin der übelste Sportlegastheniker. Naja. Christoph, jetzt erstmal...
Hattest du nicht Stärke gesenkt? Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Bauer. Du kannst. Na, du willst halt eigentlich so gar nichts, richtig. Athletik ist schon mal gut. Da kannst du hier auf Schutzanzug gehen. Da müssten wir eigentlich hier hingehen, ne? Ja, machen wir auch. Komm. Wir fangen eh nachher an aufzuräumen. Da bist du ganz gut dabei. So, Dekorleisten fertig. Wollt ihr mal hier eure Kantinentische bauen oder eher nicht so? Speisesaal. Ich möchte eine große Halle. Aber warum zählt das hier nicht als Dekoration? Das ist doch scheiße. Guck mal, was hier Dekoration drin ist. Brauchst du da einen Gegenstand, der so viel macht? Speisesaal. Baracke. Heizung anschließen. Wir haben noch keinen Strom für Heizung. Ich will das nicht hier über das Hamsterrad laufen lassen. Die verbrauchen hier 100... Wie viel haben die denn? Wie viel Watt verbraten die denn? Energie. Hä? Ja, keine Ahnung, ne? 120 Watt. Wenn ich die jetzt da anschließe, das gibt nichts. Da müssen wir erst warten, bis wir auf Kohle getrimmt sind. Das nervt mich jetzt, dass das kein Speisesaal ist. Dass das keine große Halle ist. Das gibt nämlich 6 Moral. Heizung, Hamsterrad ist besser als gar nichts. Ich brauche hier noch keine Heizung, Freunde. Ich habe das doch vorhin schon gesagt. Wir haben hier die Isolierung noch nicht fertig. Es bringt gar nichts, außer dass ein Dupli die ganze Zeit damit beschäftigt ist, im Hamsterrad zu laufen und der Rest noch länger braucht. Mehr passiert da nicht. Da brauchst du nicht denken, dass es hier auch nur 1 Grad wärmer wird. Dann macht Generatoren. Entspannt euch. Wir sind in der 100K-Challenge, nicht in der wir machen mal kurz die Heizung an-Challenge. Boah, ich glaube, wir müssen den Kompost mal eben hier fertig machen, weil hier ist ganz schön Alarm drin. Das ist alles hier verschmutzter Sauerstoff schon, ne? Dit ist nicht gut. Dann Wände priorisieren. Die brauchen so lange. Deswegen sollen die das nebenbei machen. So, Forschung. Wir haben das jetzt geforscht. Was ist jetzt noch wichtig? Aktuell. Eine Rutschestange wäre cool. Und den Steinbrecher wollten wir auch haben. Die 2 Sachen machen wir noch. Und danach kann Shepard mit Bauen helfen. Du bist schnell, Shepard. Du kriegst das hin. Ich kacke am Dampf. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So, Kompass läuft. Boah, aber guck mal. Guck mal hier auf die Temperatur. Wir haben hier 75 Grad heiße Erde drin. Wärmeproduktion 1,13 kDTU pro Sekunde. Und das Ding hier hat 18 kDTU pro Sekunde. Das heißt... Das heißt, die Raumheizung ist 18 mal so effektiv wie ein Kompost. Aber ey, immerhin. Ja, der Kompost ist ungefähr so effektiv wie die Batterie. Die erzeugen alle Wärme, ne? Das nervt mich hier. Steinbrecher. Steinbrecher. Aber egal, der Stress geht runter. McMing entspannt sich und dann, na, es ist alles gut. Alles wird gut. Alter, das Ding produziert sogar 4,5 kDTU pro S. Das ist das
ein Viertel von der Raumheizung, das geht voll klar. Macht keine Speisesaal, keine Moral, doch, aber nur 3. Und große Halle macht halt 6. Ich kann mir nur vorstellen. Oder ist das hier kein Erholungsgebäude? Nee, ich glaube, das liegt am Dekorationsgegenstand, weil die Dinger halt nur 5 Dekorationen machen. Aber du brauchst wahrscheinlich einen Gegenstand, der plus 20 macht. Das haben wir halt noch nicht. Höchstens ein Eisblock, aber das bringt uns auch nicht. Oder ein Podest. Podest macht aber auch nur 5. Skulptur auch nur 5. Pflanzen wären halt gut, aber naja. Haben wir halt nicht, ne? Och nö, och Matt. Och, das ist doch nicht dein Ernst. Ach komm schon. Really? Da baut er sich ein. 3 ist besser als nichts. Ja, das stimmt. Passt die Minimalgröße des Raums? Ich glaube schon. Also Raumgröße haben die, glaube ich, alle bis maximal 64. Ja, der hat sogar minimal 32, aber wir haben hier 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mal 4 sind wir bei auf jeden Fall mehr wie 32. Passt. Eigentlich passt alles. Jetzt sind mal 4, sind 6,50. Ja. Also, wir sind voll drinne, von daher alles gut. Hallo. So. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Nächste Folge geht's weiter und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie mal ein bisschen vorwärts kommen, ja? Also, jetzt wo der Stress runtergeht, muss mal ein bisschen angepackt werden. Also bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.